بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir haben das letzte Mal begonnen mit den Wasserarten und haben gesagt, es gibt wie viele Sorten? Zwei. Welche? Reines und reinigendes. Reines und reinigendes? Ja. Okay, ja. Reinigendes und unreines. Genau, reinigendes und unreines Wasser. Und wann ist Wasser unrein? Ja. Wenn wie heißt es, wenn Urin reinkommt oder andere dreckige Substanzen? Genau, also wenn in diesem Wasser irgendeine unreine Substanz gelangt ist. Und was passiert ist? Ja? Wenn die Farbe sich ändert, wenn der Duft sich ändert oder Geschmack. Wenn sich eines der drei Eigenschaften ändert, Farbe, Geruch oder Geschmack. Wenn dieses Wasser, wenn da unreine Substanzen reinkommt und sich nichts ändert, ist es immer noch reinigend. Ja, also die Voraussetzung ist, dass sich etwas tatsächlich ändert. Wenn sich nichts geändert hat, das Wasser ist genauso wie vorher, dann ist es eben reinigend. Aber sobald es sich auch nur wenig ändert, ist dieses Wasser unrein. Und was haben wir gesagt, passiert, wenn reine Substanzen ins Wasser fallen? Ja? Reine Substanzen ändert sich erst dieser reinigende Begriff des Wassers, wenn sich das Wasser als Wesen verändert. Zum Beispiel, wenn da so viel von einer anderen reinen Substanz drin ist, dass wir das nicht mehr Wasser nennen würden. Sehr gut. Also da sagen wir, bei reinen Substanzen wie Milch oder Saft oder was auch immer, Blätter, die fallen in ein Becken oder sowas ähnliches, dann sagen wir, das ist immer noch reinigend, du kannst Bordeaux machen damit, solange du das Ding Wasser nennst. Wenn wir das nicht mehr Wasser nennen, sondern Tee, man kann ja nicht mit Tee Bordeaux machen. Ja. Das nennen wir nicht mehr Wasser, das ist Kaffee, dann kannst du auch nicht mehr Bordeaux machen. Das nennen wir nicht mehr Wasser, das ist Milch, verdünnte Milch, dann kannst du damit kein Bordeaux machen. Aber wenn du diese Flüssigkeit, in der etwas Milch ist, wenn du sagst, was ist das? Wasser. Okay, dann kannst du damit immer noch Bordeaux machen. Kommen wir zum nächsten Thema, immer noch im Kapitel der Reinheit, und das sind die Gefäße. Warum reden die Gelehrten über Gefäße? Ja, das Wasser, das fliegt ja nicht in der Luft, ja, sondern das muss ja irgendwo bewahrt werden. Gut, heutzutage machst du deinen Wasserhahn auf und dann kommt Wasser raus, das war nicht immer so, und auch heutzutage wird das auch nicht überall so sein. Ja. Du hast Gefäße, ob das eine Flasche ist, ja, oder irgendetwas anderes. Und deswegen reden die Gelehrten über das Thema Gefäße. Grundregel Nummer 1, alle Gefäße sind erlaubt. Das heißt, wenn du ein Gefäß siehst, darfst du es benutzen oder nicht? Ja, du darfst. Ausnahme, Gold- und Silbergefäße. Das heißt, du darfst kein Gefäß aus Gold und auch kein Gefäß aus Silber benutzen. Und wenn wir Gefäß meinen, also Gefäße oder ob das jetzt ein Krug ist oder ein Teller ist, ja, das ist egal. Also alles, was du benutzt, um die Substanz, also Wasser zum Beispiel, zu füllen oder auch Nahrungsmittel. Ja, Teller kannst du ja auch essen rein. Also es gibt die Regel, das sage ich noch, Goldgefäße und Silbergefäße sind grundsätzlich verboten, sowohl für Männer als auch für Frauen. Also Frauen dürfen Goldschmuck tragen, sie dürfen aber keine Goldgefäße besitzen, beziehungsweise nicht benutzen, wie wir gleich sehen. Und diese Gefäße, was, also aus Gold und Silber, was ist daran nicht erlaubt, was ist daran haram, sie für Essen und Trinken zu benutzen?
Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Es nicht aus Gold bzw. Silber Gefäß. Und das gilt auch dann für Löffel aus Gold oder aus Silber. Egal wie viel Gold oder Silber drin ist, muss ja nicht reines Gold sein, sondern Löffel, Porzellan und dann ist noch verziert mit Gold zum Beispiel. Darfst du auch nicht benutzen. Sobald Gold da ist, wirkliches Gold. Nicht vergoldet im Sinne von, da ist nur die Farbe so, aber es ist gar kein Gold. Das gleiche gilt für Uhren zum Beispiel, damit wir noch sehen werden. Also, außer natürlich Uhren, bei Frauen ist wieder was anderes. Ja? Das ist dann Schmuck. Frauen dürfen ihr Gold tragen. Also, die Gefäße aus Gold und Silber dürfen wir nicht für Essen und Trinken benutzen. Andere Verwendungen sind erlaubt. Wobei natürlich es besser ist, weil viele Rechtsschulgelehrten sagen, nein, auch andere Verwendungen sind nicht erlaubt. Und deswegen Tipp, benutze, also nimm gar keine Gold- oder Silbergefäß, auch nicht zum Verzieren, ja, eher irgendwie in den Schrank oder Allahu A'lam so als Verzierung deiner Wohnung oder sowas ähnliches, außer es ist nötig. Wann muss ich denn Gold benutzen? Wann ist es denn nötig zum Beispiel? Wenn ich Gold oder Silber für eine Sache brauche. Zum Beispiel, wann braucht ein Mensch Gold? Ja, wie heißt es für Schmuck oder so? Ja, der Mann darf ja gar keinen Schmuck tragen. Frau, ja. Ja, für Frauen. Aber wann darf der Mann Gold haben? Das weiß ich nicht. Ja. Ich kenne es von der Technik, dass man, also ich weiß jetzt nicht auf den Mann bezogen, sondern allgemeine Technik, zum Beispiel HDMI-Kabel, weil Gold leitet am besten. Okay, genau, in der Technik braucht man das, aber am Menschen selbst, ja? Ich glaube, es ist nicht ein Zahnarbeit, der eine Gold. Genau, Barkowski. Heutzutage Goldzähne zum Beispiel. Goldzähne. Warum ist das erlaubt? Weil ein Sahabi mal eine gebrochene Nase hatte und er dann aus Gold eine Nase geformt hat. Ja. Warum? Ja, weil eben Gold nicht verrostet und so weiter. Ja. Das heißt, das sind Möglichkeiten, wann man Gold benutzen darf. Ansonsten darf man etwas Silber benutzen, wenn man ein Gefäß repariert. Ja, du hast einen Krug und der ist irgendwo zerbrochen an einer Stelle. Und jetzt geht es nicht anders. Aus irgendwelchen chemischen, Allahu A'lam, was für Sachen, Allahu A'lam. Oder es gibt nichts anderes an Substanzen, die hier helfen können, das Ding zu reparieren. Dann darfst du etwas Silber benutzen. Das heißt, bei Reparaturen müssen drei Bedingungen eingehalten werden. Es darf nur Silber sein, du darfst nicht mit Gold reparieren. Zweitens, es muss einen Grund haben, dass du nichts anderes benutzen kannst. Drittens, es muss wenig sein. Nicht, dass der halbe Krug dann am Ende aus Silber ist. Ja. Sondern irgendwo ist ein Loch und jetzt geht es nicht anders, nur Silber ist geeignet, dann kannst du Silber benutzen. Also es muss ein Grundwert sein, es muss wenig Silber sein und es darf eben nur Silber sein. Gefäße von Nicht-Muslimen sind für Muslime erlaubt, wenn da keine Unreinheiten vorhanden sind. Ja, dein Nachbar gibt dir einen Teller, du hast keinen Teller oder du hast keinen Topf, Allahu A'lam, irgendwas, und dein Nachbar ist ein Nicht-Muslim, darfst du den Topf benutzen oder den Teller? Ja, wenn er sauber ist. Heutzutage ist das vielleicht nicht so sehr verwunderlich, ja? Hast ja Spülmittel und was weiß ich, alles, was es gibt, aber früher müssen wir uns vorstellen, gab ja auch Holzgefäße, Holzteller. Und wenn du da irgendetwas hast, ja, an Fleisch, an Fette, die haram sind, Schweinefleisch oder so, dann dringt das ja ein. Also, was machen die dann? Dürfen die das benutzen oder nicht? Das war eine Frage. Und die Antwort lautet ja, wenn es gereinigt wird. Das heißt, sie mussten es reinigen. Heutzutage ist die Reinigung ja ganz einfach. Also dürfen wir Gefäße von Nicht-Muslimen benutzen, wenn es sauber ist. Wenn es natürlich nicht sauber ist, dann musst du es sauber machen. In diesem Kontext, also bezüglich der Gefäße,
reden die Gelehrten auch über Leder. Warum denn das? Ja. Unser Fleisch von Kühen zum Beispiel nicht richtig geschlachtet werden, ist ja verboten. Aber da stellt sich die Frage, was es mit Leder ist. Ja, aber warum reden die über Leder, wenn es jetzt um Gefäße geht? Ledergefäße, ja. Ja, genau. Ja, bitte? Kannst du es Beutel aus Leder? Genau, diese Beutel, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ja. Diese Beutel, in denen man Wasser, ja. Schon mal einen Kaugummi hier gesehen? Ja, und Chatterhand oder wie die heißen da, ja. Auf jeden Fall, diese Beute da, wo dann Wasser drin ist, die gab es ja gang und gäbe. Ja. Und heutzutage wird sogar Buttermilch, die Nomaden und so, wie machen die Buttermilch? Dieses Gefäß aus Leder wird dann geschüttelt die ganze Zeit. Schecko, sagen wir mal. Schecko? Also das wird dann so geschüttelt, bis eben Buttermilch entsteht. Da benutzt man Leder. Ja, und deswegen ist die Frage, welches Leder darf ich denn benutzen? Und hier gibt es nun drei Lederarten. Leder, welches nicht gegerbt werden muss. Was ist denn gerben? Was ist gerben? Ja? Ich glaube, die nehmen dann die Tierhaut und machen Salz drauf und noch irgendwas anderes und das handelt sich dann an. Genau, also gerben bedeutet Leder reinigen. Säuberungsprozess von Leder, das nennt man gerben. Ein Gerber ist jemand, der Leder reinigt. Ja, das Ledersäuber macht. Eine Methode ist zum Beispiel Salz drauf streuen und dann in der Sonne trocknen lassen und so weiter und so fort. Aber heute gibt es natürlich viele andere Mittel und so weiter und so fort. Also, es gibt Leder, welches nicht gegerbt werden muss. Darfst du sofort benutzen. Und es gibt Leder, welches gegerbt werden muss, dann erst darfst du es benutzen. Und es gibt Leder, welches du nie benutzen darfst, ob es gegerbt wurde oder nicht. Also drei Sachen. Entweder du brauchst es nicht zu reinigen, dieses Leder, also du musst es nicht gerben, oder du musst es gerben, damit du es benutzen darfst, oder du darfst es nie benutzen. Egal, ob das gereinigt wurde oder nicht gereinigt wurde, es ist islamisch gesehen immer unrein. Bei Tieren, die man essen darf, unterscheidet man zwischen geschächteten Tieren und nicht geschächteten Tieren. Das heißt, entweder eine Kuh wurde geschächtet oder eine Kuh ist gestorben und nicht geschächtet. Einfach ist tot. Oder ein Hirsch, ein Reh, ein Kamel ist tot. Ja? Hat es jemand geopfert, geschächtet meine ich, geschlachtet, nein, und nicht geschlachtet. Unfall, das Tier ist tot. Ja. So, was ist jetzt mit dem Leder? Essen darfst du das Tier nicht, ist ja klar, wurde nicht geschächtet. Aber es geht jetzt nicht ums Essen, es geht um die Haut, die Leder. Das Leder. Dieses Leder, darf ich es benutzen oder darf ich es nicht benutzen? Hier ist nun der Unterschied, ob es geschächtet wurde oder nicht. Tiere, die wir verzehren dürfen, welche Tiere dürfen wir essen? Ja. Ja? Nein. Achso, du hast gesagt. Ja. Welche Tiere dürfen wir essen? Ja? Rind. Hühnchen. Hühnchen, ja. Gut, was willst du mit dem Leder? Ja, weiß ja. Kamel. Bitte? Kamel. Pferd. Pferd, ja. Und nach einigen Ansichten, ja. Lamm auch. Lamm, ja, also Schafe. Walter, was ist das? Fische natürlich. Kühe. Ja, Rind hat er gesagt, Kühe, ja. Hasen auch, oder? Hasen, ja. Ziegen, Rehe, Hirsche, Ente und so weiter und so fort. Ja. Diese Tiere, die wir essen dürfen normalerweise, da gibt es zwei Fälle bei denen, wie ich gesagt habe. Entweder du siehst, da ist ein Hirsch tot auf der Straße. Darfst du jetzt das Leder benutzen oder nicht? Hier gilt die Regel, Tiere, die wir normalerweise essen dürfen, wenn sie aber Kadaver sind, dann muss das Leder gegerbt werden. Nochmal, also Tiere, die wir grundsätzlich essen dürfen,
Kamele, Kühe, Ziegen, Schafe und so weiter und so fort. Die sind aber jetzt Kadaver. Die wurden also nicht geschlachtet. Wenn du das Leder, die Haut von diesen Tieren nutzen möchtest, darfst du, aber vorausgesetzt, du reinigst es. Also gerne. Welche Methode? Spielt keine Rolle, Hauptsache am Ende ist es rein. Tiere, die wir essen dürfen, wie dann eben Rind und so weiter, Kamele und so weiter, die geschlachtet wurden, die müssen nicht gegärt werden. Das Leder darfst du sofort benutzen. Natürlich wird fast immer gegärt, ja. Aber gehen wir mal davon aus, es wurde jetzt nicht gereinigt. Darf ich es benutzen? Ist es rein? Ja, islamisch gesehen ist es rein. Also das sind die zwei Unterschiede. Leder, welches nicht gegärt werden muss, ist was? Ja? Ja, ist schon davor gestorben. Nein, wenn es geschlachtet wird. Wenn das Tier geschlachtet wurde, dann muss dieses Leder nicht gegerbt werden. Und welches Leder musst du gerben? Ja? Wenn das Tier nicht geschlachtet wurde. Genau, wenn das Tier nicht geschlachtet wurde, aber es zu den Tieren gehört, die wir normalerweise essen dürfen. Leder, die man, also von Tieren, die man nicht essen darf, sind unrein, selbst wenn sie gegerbt wurden. Ja, zum Beispiel Schweineleder, Hundeleder, Leder von Esel, ja, also Tiere, die du nicht, Löwe und so weiter und so fort, diese Ledersorte darfst du nicht benutzen. Machen wir die Frage, Barakallahu fikum, am Ende, sonst, mashallah, dann Allahumma barik, kommen wieder viele Fragen. Schreibt es euch auf, nicht, dass ihr das vergesst. Ja. Also die Fragen flattern dann, mach auf, wie bitte, ja. wenn man sie nicht niederschreibt. Also, Tiere, die wir nicht essen dürfen, die Haut, also das Leder dürfen wir nicht benutzen. Tiere, die wir essen dürfen, da gibt es die zwei Sorten. Entweder sie wurden geschächtet, brauchst du nicht zu gerben, sie wurden nicht geschächtet, dann musst du diese Tiere, also diese Haut, gerben. Der nächste Aspekt, also das ist das Kapitel Gefäß. Also wir haben gesagt, Gold- und Silbergefäße dürfen wir nicht benutzen, außer ein bisschen Silber für eine Reparatur, weil es nicht anders geht. Und wir haben gesagt, die Ledersorten, manchmal muss man gerne, manchmal muss man nicht gerne und manchmal bringt es nichts, wenn man gerne. Bitte die Frage auf die Wirkung am Ende aufschreiben. Das nächste Kapitel ist das Benehmen beim Abort, also beim Verrichten der Notdurft. Das ist das nächste Kapitel in, also nächste Unterkapitel im Kapitel Reinheit. Und da gehen wir das mal ganz schnell durch, was man da machen muss. Wenn man auf der Toilette, also auf die Toilette gehen muss, wenn man die Notdurft verrichten muss, was muss man da tun? Oder soll man da tun? Ja? Also man sagt erstmal in Namanas und wenn man so zuguckt, vor allen Übeltätern, Genau, also das Erste, was du machst, ist, du sagst Bismillah. Wann sage ich das? Wenn ich mich entblöße. Okay, wenn man sich entblößt, ja? Bevor man zur Toilette reingeht. Bevor du überhaupt zu diesem Platz gehst, ja? Das heißt, bevor du auf die Toilette gehst, ja, an der Tür zum Beispiel, da sagst du Bismillah. Und was hast du gesagt? Ich suche Zuflucht vor, genau. Vor allen Übeltäterinnen und Übeltätern, beziehungsweise vor allen weiblichen und männlichen Schädlichen. Genau, also auf Arabisch was? Nee, ich kann es sag's auf Deutsch. Ja, am besten sollte das jeder lernen. Ja. Hisnul Muslim, kennt ihr das Buch? Da sind sämtliche Adhkar, also dicke Sprüche des Gedenken Allahs, was man braucht beim Aufwachen, beim Schlafen gehen, beim Umkleiden, bei, wenn man auf die Toilette geht, wenn man wieder rausgeht von der Toilette und so weiter und so fort. Man sagt Allahumma inni a'udhu bika, bitte. Okay. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'if. Oder auch khubuthi wal-khaba'if.
Also ich suche Zuflucht bei Allah vor den Jinn, und zwar den männlichen und weiblichen Jinn. Warum? Weil die Jinn halten sich auf an Orten, die unrein sind. Und du willst ja nicht während der Notluft, ja, dass die Jinn dich begleitet haben oder dabei sind. Und deswegen sagst du Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Okay, das war jetzt, bevor ich reingehe. Bitte? Kannst du bitte nochmal das Buch? Hisn al-Muslim heißt das. Hisn al-Muslim, also die Festung des Gläubigen. Ja? Also du bist in einer Festung, du bist sicher vor Angriffen, ja? Eben Angriffen zum Beispiel von den Jinn, Shayatin und so weiter. Mit welchem Fuß geht man rein? Ja? Mit dem linken Fuß. Ja. Wer macht das immer? Wer achtet immer darauf? Genau. Also mit dem linken Fuß auf die Toilette gehen und mit dem rechten Fuß geht man wieder raus. Was ist, wenn man auf, ja, draußen ist? Wie macht man das? Stellt man sich dann eine Tür vor? Oder wie macht man das? Im Wald? Du joggst, ja, oder wanderst, jetzt musst du auf die Toilette. Es gibt keine Toilette. Ja? Sagt man es einfach, kurz bevor man seine Notdurft verrichtet. Genau, also die Stelle, wo du die Notdurft verrichten wirst, ja, bevor du dann tatsächlich dich hinsetzt, also du stehst ja, machst dann einen Schritt vor. Also du stehst, so, dann sagst du Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dann machst du den linken Schritt nach vorne und dann ziehst du dich aus und so weiter und verrichtest deine Notdurft. Wenn du fertig bist, hast dich gereinigt und so weiter, stehst du auf und dann gehst du ja weg von dieser Stelle. Wie gehst du weg von dieser Stelle zuerst? Mit dem rechten Fuß. Mit dem rechten Fuß. Und du sagst dann? Rufranak. Deine Vergebung. Also, oh Allah, ich bitte um deine Vergebung. Das heißt, auch wenn du nicht in der, also in einer Wohnung bist oder also auf einer Toilette, wo Mauern sind und wo eine Tür ist, auch im Innen, auch draußen, ja, wird das eben so umgesetzt. Warum sagt man beim Rausgehen von der Toilette, ich bitte dich um Vergebung? Ja? Weil man in dem Zeitraum Gott nicht gedenken konnte. Weil man in dem Zeitraum Gott nicht gedenken konnte, das ist eine Ansicht der Gelehrten. Wobei andere gesagt haben, ja, aber Allah hat es mir doch verboten, Allah zu gedenken. Warum soll ich um Vergebung bitten für einen Befehl, den ich umgesetzt habe? Ja? Weil man sich an einem unreinen Ort befand. Weil man sich an einem unreinen Ort befand. Ja gut, aber das ist ja menschlich. Also ich kann ja auch nichts dafür. Allah hat uns so erschaffen. Ja? Vielleicht, weil sich immer noch eine Unreinheit bei uns befinden könnte, wo wir nicht Bescheid wissen, also wo wir kein Wissen davon haben. Dass eine Unreinheit geblieben ist, genau. Ja, gut, aber dafür wird man sowieso nicht zur Rechenschaft gezogen für Sachen, die man nicht bewusst getan hat. Ja. Einige Gelehrte sagen, du bittest Allah um Vergebung nach dem Verrichten der Notdurft, weil du diese Last, ja, der Unreinheit auf der Toilette entsorgt hast. Dann erinnert sich der Muslim an die Last der Sünden. Die sind ja nicht mit dem Toilettengang weg. Die sind ja immer noch da. Und so wie du dich gut fühlst, erleichtert fühlst, nachdem du auf der Toilette warst, so bittest du Allah um diese Erleichterung, dass ich auch meine Sünde weghaben will. Und das zeigt, also selbst der Toilettengang erinnert den Menschen an seine Sünden, an das Leben nach dem Tod und so weiter. Der Muslim sieht alles immer mit der Brille der Religion. Und deswegen wird die Geschichte erwähnt, dass Harun al-Rashid, wenn ich mich recht entsinne, er hatte Berater, also Gelehrte und so,
die ihn auch immer wieder erinnern an Allah subhanahu wa ta'ala. Das war früher gang und gäbe, dass die Führer und Staatsoberhäupte Gelehrte immer geholt haben, weil man weiß, wenn du Geld hast und Macht hast und so weiter, Shaitan jongliert mit dir, wie er will. Also brauchst du jemanden, der sagt immer zu, hallo, du bist ein Mensch, du wirst sterben. Ja. Denk, jeder deiner Leute in der Bevölkerung, wenn er ein Dua gegen dich macht, hast du ein Problem, ja, und PR und so weiter und so fort. Also kam mal ein Sheikh zu ihm und Harun al-Rashid sagte ihm, ermahne mich, erinnere mich an Allah. Dann sagte er, was würdest du zahlen, wenn du verdurstest? Du willst trinken. Dann sagte er, ich würde die Hälfte meines Besitzes geben, meines Reichtums geben. Harun al-Rashid hatte ein Riesenreich, sodass er gesagt hat, o Wolke, lasse dein Regen fallen, wo du möchtest, der Ertrag wird mich erreichen. Im Osten, im Westen, Norden, Süden, kannst regnen, wo du willst, ich habe was davon. So riesig war das Reich von Harun al-Rashid. Auf jeden Fall, da sagte dieser Chef, nachdem Harun al-Rashid gesagt hat, ich würde die Hälfte meines Reichtums zahlen, um einen Schluck Wasser zu bekommen, wenn ich verdurste. Dann sagte dieser Sheikh, und wie viel würdest du zahlen, wenn dieser Schluck Wasser nicht mehr rauskommt? Dann sagte er, ich würde die zweite Hälfte meines Reichtums dafür zahlen. Da sagte dieser Sheikh, wie wertlos ist ein Reichtum, das nicht mehr so viel wert ist wie ein Toilettengang. Und man weiß ja, also möge Allah uns bewahren, wenn man nicht in der Lage ist, zu urinieren. Also das mit Abstand das Schmerzhafteste, was es gibt, also bei Männern. Ja, also, man sagt, also wenn man zum Beispiel in diesem Harngang Steine hat oder sowas, man vergleicht das wie die Wehen von einer Frau, natürlich die Wehen, würde aber unsere Mütter bewahren und sie reichlich belohnen. Nichts ist da zu vergleichen, ja. Aber trotzdem, das ist ansatzweise ja, so schlimm, wenn man nicht auf die Toilette gehen kann. Ja, und das ist etwas Gewaltiges. Und deswegen, wenn du weißt, ich kann diese Unreinheiten beseitigen, die kommen raus, dann ist das eine Gabe Allahs subhanahu wa ta'ala. Und so wie du gerettet wurdest von diesen Unreinheiten, bittest du dann Allah, ja, ich will auch meine Sünden weg. Deswegen sagst du, Khufranek, wenn du rausgehst aus der Toilette. Wichtig ist beim Verrichten der Notdurft, man darf nichts mitnehmen, auf dem Allah erwähnt ist. Also irgendetwas, auf dem auch der Name Allahs erwähnt wird. Ausnahme ist, wenn es nicht anders geht. Einige Länder, einige islamische Länder, die haben auf ihren Geldscheinen den Namen Allahs. Ja. Kannst du nicht deine Millionen hier draußen lassen, ja, wenn du bist auf einer Raststätte, ja, sagst, ich muss auf die Toilette, so die 5 Milliarden hier, lege ich jetzt mal hier vor der Tür, das war's dann, ja, dann sind die weg. Und deswegen, wenn du Angst hast, dass etwas verloren geht, dann kannst du es mitnehmen. Zum Beispiel, wenn jemand, also eine Frau eine Kette hat und da ist irgendetwas, wo Allah draufsteht, natürlich ist es angebracht und empfehlenswert, sowas gar nicht erst herzustellen oder zu tragen. Ja? Weil du musst ja irgendwann mal auf die Toilette, du kannst nicht jedes Mal deine Kette oder Ring oder was es auch immer ist, draußen lassen. Was ist mit dem Koran? Da gilt das Gleiche, wenn du Angst hast, dass dieser Koran entwendet wird, ja, und vielleicht schlecht behandelt wird, dann kannst du es notgedrungen mitnehmen. Aber normalerweise sollte man darauf achten, dass man weiß, okay, ich habe jetzt einen Koran, gedruckte Version natürlich, die Apps und so weiter und so fort, das gilt nicht als Koran. Natürlich kriegst du den Lohn, wenn du Koran liest, aber dieses Ding, ja, dieses Handy ist nicht der Koran. Aber wenn es auf Papier ist, ein Koran oder der Name Allahs, wenn du Angst hast, dass es entwendet wird,
dann kannst du es mitnehmen, aber ansonsten sollst du es nicht mitnehmen. Ebenso spricht man nicht während der Verrichtung der Notdurft. Ja, das gehört sich nicht. Man redet nicht auf der Toilette. Außer natürlich, es ist eine Notsituation. Ja, du bist auf der Toilette und irgendjemand braucht unbedingt den Schlüssel, weil er ins Krankenhaus fahren muss. Dann kannst du ja auch nicht sagen, oder still bleiben. Ja. Erst nach 3 Stunden und dann glaube ich schon, hier ist der Schlüssel. Da ist er schon längst tot vielleicht. Also, wenn es eine Notsituation ist, darfst du auch reden. Aber nicht einfach hier anrufen und wie geht's, steht es, alles klar, was hast du getan und so. Es geht nicht. Auf der Toilette wird nicht geredet. Es ist verpönt, also makruh, sich mit der rechten Hand zu reinigen. Ja, das heißt, wenn man sich reinigt auf der Toilette, dann soll man die linke Hand benutzen. Warum? Ja, mit der rechten Hand grüßt du die Menschen und so weiter. Und deswegen sollte man mit der linken Hand sich reinigen. Wenn man natürlich nicht in der Lage ist, die linke Hand ist im Gips oder sowas ähnliches, das ist wieder was anderes. Aber ohne Grund die rechte Hand zu benutzen, um die Unreinheit zu beseitigen im Körper, auf der Toilette sollte man nicht. Ebenso sollte man im Sitzen urinieren. Ja. Aber es wurde auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Stehen uriniert hat. Und das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man auf jeden Fall im Sitzen das machen sollte. Sollte es nicht gehen, aus irgendeinem Grund, dann kann man auch im Stehen urinieren. Wenn man aber sicher ist oder so gut es geht, nicht sich selbst verunreinigt. Im Freien, das heißt, wenn du nicht in einem Gebäude bist, dann darfst du nicht Richtung Qibla und auch nicht mit dem Rücken zur Qibla die Notdurft verrichten. Das heißt, wenn du im Freien bist und du weißt, wo die Qibla ist, dann darfst du nicht urinieren, ja, oder eben klein oder groß, ist ja egal, auf jeden Fall, du darfst nicht die Notdurft verrichten, wenn du mit dem Vorderkörper Richtung Qibla bist. Und auch nicht, wenn du mit dem Rücken Richtung Qibla bist. Sondern du musst seitlich, entweder mit der rechten Seite zur Qibla oder mit der linken Seite zur Qibla. Wie sieht es aus innerhalb vom Gebäude? Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Auf jeden Fall, wenn du ein Haus baust, dann achte darauf, dass die Toiletten nicht Richtung Qibla oder mit dem Rücken zu Qibla sind. Ja? Oder wenn du dir die Wohnung aussuchen kannst, ja, Wohnungssuche ist immer so eine schwierige Sache, aber wenn du 2 Optionen hast und bei der einen ist die Toilette besser wegen Qibla als bei der anderen, dann nimmst du natürlich die, wo die Toilette nicht Richtung Qibla noch mit dem Rücken zu Qibla ist. Aber ansonsten gilt, innerhalb von Gebäuden ist es halt so schlimm, also ist es erlaubt, die Notdurft zu verrichten. Wobei Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala der Ansicht ist, innerhalb von Räumen ist es nicht erlaubt, sich in Richtung Qibla zu richten, aber mit dem Rücken zu Qibla. Warum? Weil das mal überliefert wurde vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er eben mit dem Rücken zu Qibla die Notdurft verrichtet hat. Die anderen Gelehrten sagen, ja, das ist also ein Beispiel, dass auch mit dem Vorderkörper zu Qibla. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist eine Sache, die ist nicht so einfach. Du kannst nicht jede Toilette ändern, wie du möchtest. Ja. Sondern wenn sie so ist, dann ist sie halt so. Aber wenn du selbst baust und dafür sorgen kannst, dass die Toilette nicht Richtung Qibla, auch nicht mit dem Rücken zu Qibla ist, dann mache das. Während der Notdurft, also der Verrichtung der Notdurft, also andersrum, das Verrichten der Notdurft darf nicht auf Wegen vollzogen werden, nicht im Schatten, nicht unter Nutzbäumen, also an allen Stellen, wo Menschen sich aufhalten können, ja, oder wo Menschen davon profitieren. Ja, es ist ein heißer Sommer, da gibt es nur einen Schatten und du gehst, verrichtest die Notdurft dort. Wo sollen die Leute dann stehen? Ja? Oder es gibt Bäume, Nutzbäume, Apfelbaum, Kirschbaum, Lauch, allem irgendwas, ja, und du gehst genau neben dran und verrichtest deine Notdurft. Ja.
Die Frucht wird da irgendwann mal runterfallen. Ja, vielleicht trifft es dann diese Unreinheit und dann ekeln sich die Leute und diese Frucht wird weggeschmissen, unnötigerweise. Also, wir dürfen die Notdurft nicht verrichten an Stellen, die genutzt werden. Die Gelehrten zählen was auf, wie gesagt, zum Beispiel Nutzbäume oder Schatten oder mitten auf dem Weg und so weiter und so fort. Wenn man nun die Notdurft verrichtet hat, dann natürlich muss man darauf achten, dass man nicht gesehen wird. Gut, heutzutage ist es klar, ja, wir verrichten die Notdurft auf der Toilette, da ist alles abgeschlossen. Aber wir dürfen nicht vergessen, vielleicht machst du ja einen Urlaub irgendwo im Wald, ja, oder in der Wüste. Gut, in der Wüste wird es nicht so viele Leute geben, aber auf jeden Fall. Und da musst du darauf achten, ja, mal rechts und links gucken, vorne und hinten, ist da jemand? Damit deine Aura, der Bereich, den du bedecken musst vor Leuten, damit der nicht entblößt vor Leuten ist. Ja. Das heißt, immer darauf achten, dass man nicht gesehen wird. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich fürs Duschen heutzutage. Ja. Diese Gemeinschaftsduschen, du darfst nicht gesehen werden und darfst es auch nicht sehen. Ja, also, es reicht nicht aus, dass du dich bedeckst. Wenn der andere sich nicht bedeckt, dann kannst du nicht auf diese Dusche. Ja. Denn du wirst ja natürlich nicht die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da rumlaufen. Ja. Und am Ende siehst du doch irgendwas, was du nicht sehen sollst. Also deswegen auch heute immer noch aktuell verrichten der Notdurft bzw. duschen, so dass man nicht die eigene Aura sieht, also dass fremde Leute, also andere, nicht die eigene Aura sehen und du auch nicht die Aura von anderen siehst. Beides muss bewahrt werden. Wenn man die Notdurft verrichtet hat, muss man sich reinigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat davor gewarnt, es nicht zu tun. Als er an einem Grab vorbeiging, sagte er, oder an zwei Gräber vorbeiging, sagte er, diese beiden werden bestraft, wobei ihre Angelegenheit einfach war. Einfach im Sinne von was? Sie hätten es einfach unterlassen können. Die Sünde ist groß, aber sie hätten es einfach unterlassen können. Der eine hat immer gelästert bzw. Streit gestiftet, verleumdet, ja? Und der andere hat sich nicht gereinigt nach dem Toilettengang. Und beides kann man einfach unterbinden, einfach still sein. Ohne dass du lästerst und redest über die anderen. Ja. Und An-Namima, was hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, ist eine schlimmere Stufe als Riebe. Riebe ist Lästern. Jemand ist nicht anwesend und du redest über ihn. Der isst viel, der isst wenig, der ist rot, der redet viel, der redet wenig. Irgendetwas, was dieser Person nicht gefällt. Ja. Und diese Person ist nicht anwesend. Das nennt man Lästern, Riebe. Wobei du nicht gelogen hast über diese Person. Ja. Der isst wirklich viel oder der schläft viel oder Allah Allah, was der macht, ja, ist faul. Du lügst ja hier nicht. Er ist wirklich so. Aber ist er anwesend? Nein, also darfst du nicht über ihn reden. Wenn du über ihn redest, das nennt man Lästern, Riebe. Namime ist, wenn du Streit stiftest. Du gehst zum einen, hast du nicht gehört, was der gesagt hat über dich? Oh, der hat gemeint, du isst viel, du schläfst viel und so weiter. Und dann gehst du zum anderen, guck mal, weißt du, der redet über dich voll schlecht, weißt du. Und damit eben ein Feuer entfacht wird zwischen diesen Leuten. Das nennt man Namime. Das ist natürlich eine große Sünde. Was ist die Lösung? Schweige einfach, nicht reden. Ja, das muss man trainieren. Dass man nicht redet über Menschen, wenn diese Menschen nicht da sind. Und der zweite Punkt ist, diese Person hat sich nicht gereinigt nach dem Toilettengang. Und das ist etwas, was wir natürlich immer beachten müssen. Diese Reinigung, da gibt es zwei Sorten. Einmal Istinja. Was ist denn Istinja? Ja? Wasser, dass man sich mit Wasser reinigt. Genau. Istinja ist die Reinigung mit Wasser. Und die andere Form nennt sich? Auch mit Ibas. Auch mit Ibas.
sogar mit Isti. Ja? Nee, nicht Istinha. Das ist auch, also man will sich säubern, ja? Istijmar. Nein, ja gut, aber es wird Istijmar genannt. Ja? Istijmar, natürlich Istijmar von Hajar könnte man vielleicht auch sagen, genau. Aber mehr wird benutzt, Istijmar. Was heißt das? Was ist Istijmar? Soweit ich weiß, das ist, wenn man jetzt kein Wasser da hat und man macht es mit Erde oder mit Stein und so weiter, ne? Genau, das ist die Reinigung, wenn du nicht Wasser benutzt. Früher, was hat man benutzt? Ja? Steine. Ja? Früher gab es ja nicht Tempo und Zähl, was weiß ich, ja, diese ganzen Toilettenpapier und so weiter und so fort. Sondern du hast entweder Steine oder andere Sachen. Wobei, was darf man nicht benutzen? Also was heute benutzt es kein Mensch, aber früher, ja? Knochen. Knochen? Ja, und Kot. Genau, Kot von Tieren. Also das heißt, Dung heißt das, glaube ich, ne? Tierdung. Was ist Tierdung? Ja? Das ist getrocknetes. Was? Ja? Das ist Tierkot. Genau, also von Kühen zum Beispiel, ja? Oder sowas, oder Pferden, ja, das, diese Exkremente, die von Tieren, Pflanzenfresser ausgeschieden werden. Ja. Wenn das trocknet, das ist ja wie Gras, weil das Tier ist ja Gras. Ja. Wenn es trocken ist, ist es ja Gras. Ja. Natürlich heutzutage mit allen chemischen Mitteln und so weiter und so fort, was da im Tier gepumpt wird, ist es dann nicht mehr so. Aber wenn es ganz normal frisst, ja, Gras zum Beispiel, dann kommt das auch entsprechend eben als Ausscheidung raus. Aber trotzdem dürfen wir es nicht benutzen zum Reinigen. Macht heute sowieso kein Mensch, aber früher eben hat man es benutzt. Warum denn? Warum nicht Knochen und Tierdung? Ja? Weil die Jinder aus Nahrung ist. Genau, weil das die Nahrung der Jinn ist. Also im Islam gibt es nicht nur Umweltschutz, sondern auch Jinnschutz, ja, Tierschutz. Ja. Das heißt, aus Respekt gegenüber den Jinn benutzt du keine Knochen zum Reinigen und auch kein Tier dumm. Heutzutage, wie gesagt, benutzen wir Toilettenpapier. Oder, beziehungsweise und oder Wasser. Das heißt, es ist erlaubt, eines von beiden Methoden zu benutzen, also sich zu beschränken auf eine von beiden Methoden. Natürlich ist besser beides. Also sowohl erst einmal die Unreinheit mit Toilettenpapier zu beseitigen und danach mit Wasser. Das wäre optimal. Es würde aber auch reichen, nur mit Wasser. Es würde auch reichen, nur mit Toilettenpapier, aber vorausgesetzt, man wird rein. Also die Unreinheit wurde beseitigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erlaubt, nur Steine zu benutzen. Er hat ihnen nicht gesagt, ihr müsst unbedingt Wasser benutzen. Warum? Weil es nicht überall Wasser gibt. So einfach ist das. Ja. Aber Steine wird es wohl eher geben überall. Ja. Und deswegen würde es ausreichen, aber auf jeden Fall empfehlenswert ist, beides zu benutzen. Istijmar und Istinja. Beim Istijmar ist zu beachten, dass man mindestens dreimal sich wäscht. Beim Istijmar mindestens dreimal. Das heißt, wenn du, wenn du das Toilettenpapier benutzt, dann wischst du dich einmal ab, zweites Mal ab, drittes Mal ab. Entweder es ist rein, okay, Alhamdulillah, es ist nicht rein, dann machst du weiter mit der ungeraden Zahl. 4, 5, reicht noch nicht, 6, 7, reicht noch nicht, 8, 9 und so weiter und so fort. Also du benutzt die ungerade Zahl. Aber nur einmal, nein. Ja, also es ist geboten,
dass man dreimal sich wäscht. Beim Istijma, es geht hier um was? Also Toilettenpapier benutzt. Und wenn es nicht ausgereicht hat, diese dreimal, wie ich gesagt habe, dann macht man es weiter mit ungeraden Zahlen. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan. Und das ist ein Aspekt, liebe Geschwister. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hat man sich lustig gemacht, ja, über den Islam, in dem einer mal gesagt hat zu den Sahaba, euer Prophet hat euch selbst das Verrichten der Notdurft beigebracht, aber mit einem auf vulgärer Art und Weise, ja, will ich jetzt so nicht erwähnen hier, auf vulgärer Art und Weise, ja, der Prophet, euer Prophet hat euch selbst den Toilettengang beigebracht. Dann sagten diese Sahaba, ja, er hat uns beigebracht, dass wir das so und so machen. Also sie waren stolz darauf. Und eine Ayah, Qaum Lut, das Volk von Lut, die sagten ja, schmeißt Lut heraus aus dem Volk. Warum? Sie sagten, sie sind Menschen, die sich reinigen. Einige Sahaba haben gesagt, reinigen, also nach den Toilettengang. Also das Volk von Lut hat Lut a.s. kritisiert dafür, dass sie sich waschen nach dem Toilettengang. Ja. Und das ist eben etwas, womit der Islam den Menschen ehrt, ja, dass der Mensch eben sich reinigt. Wenn etwas aus diesen Körperöffnungen austritt, ja, also vorne oder hinten, dann muss man sich reinigen, egal was es ist. Außer Luft. Bei Luft musst du nicht Istinja machen. Also das heißt Urin oder bei Samenverguss musst du sowieso diese Ganzkörperwaschung machen. Also Russen, wie wir noch sehen werden. Wenn Blut austritt, ja, bei Frauen sowieso bei der Menstruation, das werden wir noch sehen. Aber es kann ja sein, aus wegen der Krankheit tritt vom Mann Blut aus, ja? Und da muss man sich auch reinigen, egal was austritt, Steinchen, ja, sagen die Gelehrten, nennen als Beispiel, egal was austritt aus den Körperöffnungen vorne und hinten, musst du Istinja, also musst du dich reinigen, Istinja oder Istijma, außer Luft, bei Luft musst du, natürlich, das Austritt von Luft führt zur Ungültigkeit des Wudu. Aber musst du dich reinigen? Musst du Wasser benutzen oder Toilettenpapier? Nein, musst du nicht. Das ist das Benehmen beim Abort, also beim Verrichten der Notdurft. Das nächste Thema nennt sich Sunan al-Fitra, also die Eigenschaften der natürlichen Veranlagung. Das sind Sachen, die gibt's bei jedem, die sollte jeder Mensch beherzigen. Insbesondere natürlich ein Muslim. Aber diese Sunan al-Fitra gab es schon vor dem Islam bei anderen Propheten. Eine dieser Sunan al-Fitra ist die Nutzung von Siwak. Was ist Siwak? Ja? Das ist ein astförmiges Holzstück, was man für die Zähne benutzt. Genau, also das ist so ein Ästchen, ja, ein Stück Holz, was man benutzt für die Zähne, ja, die früheren Zahnbürsten. Wann sollte man Siwak benutzen? Wann ist es Sunnah, Siwak zu nutzen? Ja? Vom Freitagsgebet oder vor jedem Wudu? Genau, also was meinst du mit Freitagsgebet? Also wenn man sich reinigt. Beim Russen dann oder beim Wudu? Auch beim Wudu. Genau, also beim Wudu allgemein benutzt man Siwak. Wann beim Wudu? Vor dem Wudu, okay. Es gibt noch eine andere Ansicht, ja? Ich weiß, vor dem Gebet. Ja, das soll vor dem Gebet, aber jetzt bei Wudu. Bei Wudu, wann benutze ich den Siwak bei Wudu, ja? Genau, bevor man Koran liest, aber jetzt geht es um Wudu. Wann im Wudu, ja? Während man sich den Mund wäscht. Genau, während man sich den Mund wäscht. Das heißt, wenn du Wasser in den Mund führst, benutzt du es Siwak. Wenn du kein Siwak hast, kannst du deinen Finger benutzen. Ja, deswegen
braucht man sich nicht zu wundern, wenn man sieht, jemand macht Mund in den Wasser und dann mit den Fingern reibt er dann die Zähne. Ja, das ist eben eine Sunna. Oder Siwak, oder du hast irgendein Stück Stoff. Natürlich mit Siwak, also mit dem Rud, also diesem Ästchen, ja, diesem Stück Holz, ist es am besten. Aber was ist, wenn ich das nicht habe? Kann ich kein Siwak machen? Doch, du kannst Siwak machen mit deinen Fingern. Ja, zum Beispiel, oder mit einem Stück Stoff und so weiter. Und so mit der Zahnbürste, ja, das geht auch. Das gilt alles als Siwak. Nur, es ist eben Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Hut, also diesen Stock oder Ästchen benutzt. Also wir haben gesagt, beim Wudu, beim Koran lesen, also vor Koran lesen, vor dem Gebet. Was noch? Ja? Beim Fasten. Beim Fasten ist es erlaubt, ja, dass man Siwak macht, aber man macht es eben zum Wudu, zum Gebet und so weiter. Ja? Freitags, ja, zu was freitags? Zum Gebet? Ich kenne es generell, also freitags ist Sonne, Siwak zu nutzen. Okay. Also, aber an den ganzen Tag dann, oder wie? Also, wann an diesem Freitag? Ja, also, wie gesagt, zum Gebet, zum Koranlesen, ja, da benutzt man Siwak. Egal, ob am Freitag oder nicht am Freitag. Bitte. Adhan, nee. Nein. Ja. Bevor man nach Hause kommt? Bevor man nach Hause geht, in die Wohnung eintritt, genau. Warum? Ja. Einige Gelehrte haben gesagt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Siwak benutzt, bevor er in die Wohnung gegangen ist? Damit er gut riecht für seine Frau, also Hygiene. Genau, damit er, sollte er zum Beispiel seine Frau küssen oder so, damit er keinen Mundgeruch hat, weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat das nicht ertragen, dass man an ihm einen schlechten Geruch merkt. Ja. Und das zeigt, wie edel unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und das sage ich ja immer wieder, diese Leute, die den Hass auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam haben, die wissen gar nicht, wer unser Prophet ist, alaihi wasallam. Ja. Solche schönen Gesten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte man selbst leben und auch den Leuten erklären, dass wir das von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam haben. Und beim Aufwachen, ja, auch Siwak benutzen. Und dann merkt man, dass der Islam eigentlich das erklärt, was die Zahnmedizin heutzutage immer erklärt, nach dem Essen auch. Ja. Das heißt, permanent ist der Muslim am Zähneputzen eigentlich. Ja. Und das ist etwas, was eben den Islam ausmacht. Es ist erlaubt, auch während dem Fasten. Warum erwähne ich das? Weil es Rechtsschulen gibt, die sagen, nein, das ist nicht erlaubt, aber es wurde nie belegt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er das verboten hat. Warum sagen einige Gelehrte, man soll es nicht machen? Weil der Fastende, aus ihm kann ein unangenehmer Geruch austreten aus dem Mund. Warum? Weil der Magen leer ist. Das hat aber nichts mit den Zähnen zu tun. Ja, also dieser Geruch, der austritt beim Fastenden, ist aufgrund dessen, dass der Magen eben so leer ist. Der beste Zweig, den man benutzt, ist natürlich Rud al-Araq. Ja, aber wenn man das nicht hat, dann ist es auch nicht schlimm. Man kann auch etwas anderes benutzen, wie den Finger oder ein Tuch. Zu den Sunan al-Fitra gehört auch die Beschneidung. Ja, das ist eine Sunnat, wird sowieso bei den türkischen Geschwistern Sunnat genannt. Ne? Also Sunnat im Sinne von Sunnat al-Fitra. Ja, also das sind Sachen, die zu Fitra gehören. Ebenso der Bartwuchs, das ist eine Sunnat, nicht im Sinne von freiwillig. Bartwuchs ist eine Pflicht, da sind sich alle Gelernten einig. Ja. Aber es ist eben eine Angelegenheit der Fitra. Das bedeutet Sunnah al-Fitra. Nicht, dass es heißt, es ist freiwillig, sondern Sunnah al-Fitra bedeutet, es ist eine Angelegenheit der Fitra. Und das Kürzen des Oberlippenbartes, Bartes, ja, also Oberlippenbart kürzen. Einige Überlieferungen sagen, dass man die Haut erkennen konnte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Andere sagen, nein,
die Haut, es war jetzt nicht komplett, sondern nur an der Lippe die Haut, also dass er eben gekürzt hat. Auf jeden Fall Kürzen des Oberlippenbartes. Was man nicht machen darf, ist Rasieren des Oberlippenbartes. Das ist keine Sünde. Ja. Sondern Kürzen. Wie sehr du kürzt, das ist, also es gibt unterschiedliche Ansichten bei den Gelehrten. Ebenso das Schneiden der Finger- und Fußnägel gehört zu Sunna al-Fitra, das Rasieren der Schamhaare, das Zupfen der Achselhaare, das ist Sunna, Zupfen. Ja, das heißt nicht, dass es verboten ist, das zu rasieren, aber Sunna wäre zu zupfen. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala bat Allah um Vergebung, dass er seine Achselhaare rasiert und nicht zupft, weil er es nicht ertrug. Obwohl, es ist ja nicht haram zu rasieren, aber er wollte so sehr der Sunna folgen. Und deswegen wird überliefert über andere Gelehrte die Aussage, wenn du dich kratzen könntest, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, dann mach es. Also selbst diese Sache, versuche es so umzusetzen, wie der Prophet alaihi sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Ebenso gehört zu den Sunnah al-Fitra Mund- und Nasenspülung, also beim Wudu. Also ich wiederhole nochmal, die Sunnah al-Fitra, oder ihr dürft es wiederholen, bitteschön. Ja? Dass man einmal seine Nase und seinen Mund sauber. Mund- und Nasenspülung, ja. Finger und Fußnägel schneiden. Finger und Fußnägel schneiden. Sein Schnurrbart kürzen. Schnurrbart kürzen und Bart wachsen lassen, ja. Deinen Intimbereich rasieren. Genau. Rasieren der Schamhaare. Siwak nutzen. Siwak. Ja, zupfen. Achselhaare, genau, entfernen. Was noch? Ja? Beschneiden. Beschneiden. Also das sind Sunnen al-Fitra. Beim Fingernägel schneiden oder Fußnägel schneiden und beim Rasieren der Schamhaare bzw. der Achselhaare gilt, dass man es spätestens nach 40 Tagen machen soll. Das heißt nicht erst nach 40 Tagen, sondern spätestens, je nachdem. Wenn deine Fingernägel schneller wachsen, dann natürlich schneller. Gilt für Männer und Frauen. Das heißt, auch Frauen dürfen keine langen Fingernägel haben. Ja? Sondern auch Frauen müssen ihre Fingernägel kürzen. Wenn sie, also diese Fingernägel oder Fußnägel oder Achselhaare oder Schamhaare etwas schneller wachsen, dann wartest du natürlich nicht 40 Tage, sondern du entfernst das vorher. Aber wenn das langsam wachsen sollte, dann eben spätestens nach 40 Tagen solltest du diese Angelegenheiten Haare oder Fingernägel, Fußnägel eben beseitigen. Damit werden wir am Ende für heute in Schauertal.